So Leute, jetzt hier ein relativ kurzes Video, ist auch wieder die einfachere Stage, also jetzt schon deutlich schwerer. Ich habe hier ja eigentlich wieder dasselbe Team, wie ich gerade gemerkt habe. Es ist einfach ein Team, was sehr gut funktioniert. Also wenn ihr diese Monster habt, kommt ihr sehr, sehr weit auf jeden Fall. Das kann ich nur jedem empfehlen. Fangen hier auf jeden Fall mit den Amons an. Wegen ihrem permanenten Heal und vor allem wegen ihrem Provoke, das ist der, der stört. Und macht die halt nach und nach herunter, geht halt relativ easy und schnell. Das kann man schon mal sagen. Und nachdem wir dann die Amons gemacht haben, könnt ihr euch auf die Bellas sozusagen fokussieren. Das ist aber eine Geschichte, die auch relativ schnell geht. Ich habe jetzt nur 1,5-fache Geschwindigkeit drin. Original geht das Video, glaube ich, auch nur 5 Minuten. Für komplett alle zwei Waves und die Boss Stage. Jetzt haben wir die Lichtrakers und die Wasser-Amazonen. Die machen nicht wirklich viel Damage. Ich habe jetzt mal ganz kurz hier mal manuell nochmal eingegriffen, dass ich kurz die richtigen jeweils mit Deathbreak besetze und anvisiere. Gescheiten hier mit Take-Buff draufgehauen. Und dann zwei gute Flächenangriffe hier draufkommen mit Vero und mit Barretta. Und dann kann man eigentlich schon wieder das Auto laufen lassen. Den Rest macht dann wirklich, machen die Dots bzw. die Mods halt an sich einfach. Weil die KIs gehen automatisch meistens eh immer auf den Deathbreak-Fokus. Das heißt, sobald einer mit Deathbreak auf dem Feld ist, wird nicht mehr Attribute vor der Half gekämpft, sondern eher Deathbreak als, ja, als wichtigste zum wichtigsten Punkt genommen. Und wie ihr seht, sehr, sehr schnell vorbei. Und dann kommen wir auch schon zur Stage 80, die wirklich im Vergleich zu den anderen Stages wirklich sehr, sehr einfach ist, weil ich spiele jetzt hier einfach nur Boss-Fokus. Ich meine, das sind fünf übertriebenst geile Monster, aber keine Ahnung, solange hier ein Teil raus noch ein bisschen auf Stun hält. Wo oh, wie heißen die Kleine mal? Auf jeden Fall die Dark-Höllendamen, die machen hier einen guten AOE, seht ihr hier, vor allem mit Deathbreak. Aber solange ein Zyros immer so ein bisschen Schaden hat, mit Deathbreak wird eh das schwerer aufgehoben. Könnt ihr eigentlich voll auf hier diesen Jamire gehen und ihn ausnocken. Hab zwar jetzt trotzdem hier manuell gemacht, hab mal kurz einen Zyros auf jeden Fall. Hier die Attack-Leiste resettet mit Barretta. Dass ich mir doch mal hier die Cooltime um die Ohren schmeißt. Wenn ich einen Heal hatte, habe ich immer direkt benutzt, falls halt, wie gesagt, die Cooltime kommt. Und es sind ja beide Zeuros am Boden gewesen, was wirklich auch ein bisschen lucky ist, klar. Aber gut ist. Und jetzt hier noch Attack-Buff drauf. Und dann geht das hier sehr, sehr schnell nach unten in den Jamire. Und beim Boss habt ihr den Futter, ihr müsst nur den Boss niedermachen, dann habt ihr automatisch die Stage geschafft. Und braucht euch nicht um die anderen Monster kümmern. Also wenn das klappt natürlich. Gibt auch viele, die können Stage 100, können die komplett mit Boss-Fokus spielen. Das ist bei mir jetzt noch nicht so der Fall. Ich habe es zumindest nicht probiert, aber hey. Jo, das war 80. Sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao.